Hallöche! FC St. Pauli ist unser nächster Gegner in der Fußball-Bundesliga. Die Hamburger sind auf Platz 15. Also eigentlich leicht zu schaffen für uns. Ja, so sieht es aus. Während hier Kevin komische Gestiken von sich gibt. Ja, ich habe nur dein Gesicht nochmal wiedergegeben. Ja, und dann spielen wir jetzt also gegen die Paulianer. Mit dem Coach André Haier. Kennt man da was Interessantes Haier? Hier? Usami spielt da, alles klar. Panda. Panda, ja. Ja, und dann unsere Elf. Ja, das ist das der Panky, die Sie da gerade sehen. Ja. Dann fangen die Paulianer mal an. Ja, dann geht's los jetzt. Wie wär's mit schneller machen? Ja, mach halt. Du bringst doch gar nichts mit, ey. Jetzt kannst du auch mal ein paar die Maus bedienen, du faules Stück, nee, ey. Das ist nicht mein Computer. Sonst mutzt du mich immer an, wenn ich ja, die habe. Genau. Hm? Ja. Oh Gott, er bedient die Maus. Oh ja. Gott, die Maus ist vergiftet. Richtig. Und jetzt soll ich auf einmal, ja? Ja. Nee, so läuft das schön nicht. Faules Stück, ey. So, Klos. Setz dich im Mittelfeld durch. Ja, lauf weiter und schieß. Das war aber ganz schön knapp. Schön geschossen. Hätte man sehr gerne drin gesehen. Mhm. Aber so. Nee. Wenn Klo so scheiße schießt, braucht er sich nicht wundern. Der war schön geschossen. Hat halt Pech gehabt. Ja, ist halt so. Lass mal den Herrn Klos jetzt in Ruhe. Weißt du? Das gibt's ja wohl nicht. Nur weil du auf Rodriano stehst, ne, und ihn gerne in der Stammelf sehen würdest, musst du jetzt hier den Klos nicht runter machen. So, Ludewig spielt weiter auf Klos. Außen könnte er mal den Weg suchen, aber so weit denken die ja nicht. Das stimmt. Er schießt auch mal eins aus. War das ein Torschuss oder war es eine Flanke? Was hast du? Torschuss, ganz klar. Er war so verzweifelt nach 70 Minuten, dass er nicht vors Tor kommt, dass er mal aus dieser Distanz geschossen hat. Was? Es gibt Foul. Es gibt Foul an das St. Pauli und es ist Tor, lol. Durch Christian Panda, ja okay, dass der Freistöße schießen kann, ist weltbekannt. Weltbekannt auch in... Christian Panda, oh Gott, wir müssen es dicht machen. Panda, Panda, Panda. Panther? Panther, Panther. Ist das ein Pantherbär? Natürlich. Nein! Das gibt's nicht, wie kann man da am Aluminium scheitern? Ludefick, was ist dein Problem? War ich immer so ein schlechter Ziehvater für dich? Oh Gott. Ja. Also dazu verhauen ist schon Kunst. Ja. Es ist ja einfacher hier, was weiß ich, durch ein Schlüsselloch zu schießen mit dem Ball. Ecke scheiße. Genau in die Arme von Goljunker. Oh Gott. Was war das denn jetzt? Oh. Da ist einer verletzt. Ja, du bedienst die Maus. Oh Gott, du bedienst die Maus. Muss da Push reinsetzen jetzt. Du bedienst die Maus. Nee, wie gesagt, sonst heißt es wieder. Nee, du machst nichts meine kaputt. Maus, du bist wieder kaputt. Du bist wunderbar. Ja. Ja. Deshalb bedient sie. Sie würde sich freuen. Sie würde sich echt freuen, ja, wenn sie bedient. Ich beglücke aber keine Mäuse. Kaum. Ich beglücke nur für Mäuse. So, Kevin bedient jetzt. Hörst du das Gewitter in der im Spiel? Jetzt machst du jetzt, wechselst du jetzt bitte mal den Push ein jetzt. Nee. Hier die Maus. Danke. Sie kommt zu dir. So, dann wechsel ich. Paule Stück, ey. Was fehlt denn dem Mongo eigentlich? Der ist tot jetzt. Okay. Soll ich mal gucken, was ihm fehlt? Ja. Nichts. 8 Tage wegen einer Oberschenkelzerrung, Pussy, und damit nicht durchspielen zu können, ey, lächerlich. Echt? Patrick würde zwar sofort in die Notaufnahme eingeliefert werden wollen, aber dass Krebs da nicht weitermacht, das stimmt, das verstehe ich auch nicht. Unverständlich. So, Dele, machen wir doch dann mal weiter. Jetzt müssen wir dem Rückstand hinterherlaufen und... Rückstand, bleib stehen! Ja. Komm zurück! Genau, komm zurück. Ja, wenn wir hinterherlaufen müssen. Ja, da bist du wieder. Oh oh. Ja, Pauli spielt uns hier momentan ein wenig, ja, an die Wand ist zu viel gesagt, aber sie sind krass effizient im Vergleich zu uns. Ja. Ich meine, ein leeres Tor nicht zu treffen, das ist schon
hohe Kunst. Ja, jetzt laufen wir dem Spielstand noch weiter hinterher. Spielstand, stehen bleiben. Los. Oh ja, hartes Foul hier von Motte. Bist du auch eine Kleidungsmotte, Kevin? Ich bin auch eine Kleidungsmotte. Jetzt abseits, musst du natürlich wieder sehen. Hat er auch gesehen, der hat ja hier das Adlerauge. In Wirklichkeit hat er so eine riesen Brille, sieht nichts. Foul! Foul! Pandabär! Und Glück, dass wir da klären konnten. Ludewig! Klos! Geh vorbei, Junge. Hallo! Gefault, ah, nee, das gibt keine Karte. War ja kein Unterbinden eines Angriffs. Nee, stimmt, nee. Du bist schon völlig im Austicken hier. Oh, Klos, schöner Volley, aber direkt auf den Keeper. Leider, Zidane kann nicht durch. Und so steht es zur Halbzeit 2:0 für den FC St. Pauli, obwohl wir jetzt nicht so krass unterlegen sind. Doch. Wie es das Ergebnis vermuten lässt. Doch, sind wir. Wir haben so gut wie verloren, Team. Ihr braucht gar nichts mehr machen. Ja. Das ist völlig sinnlos. Bleibt halt doch sitzen und euer bemitleidet euch selber. Komm, wir bewerfen Ludewig mit Steinen, dass er nicht getroffen hat aus so einer aussichtsreichen Situation. Ja, los, jetzt alle! Steinigt ihn! Steinigt ihn! Los, komm schon, geh vorbei. Oh. Ja, oh, geh doch nach Hause, du alte Scheiße. Geh doch nach Hause, bleib nicht hier. Geh doch nach Hause, Klos, du alte Scheiße. Geh doch nach Hause, hier will dich keiner sehen. Der Bruce ist heute wirklich aggro. Ja. Aber es lag auch nur daran, dass Ludewig aus auf einem leeren Tor die Latte getroffen hat. Ja. Der da auf ihm und dann ist er jetzt am Ball. Dann er. Und er? Oh. Guck mal, von Pauli kenne ich so gar keine Namen fast, oder? Jetzt außer Osami, Motto und Pandabär. Mhm. Ja, Cardoso ist, glaube ich, im Sturm, oder? War das Cardoso? Ja, das war... Ja! So ist verkürzt. Das ist wichtig! Oh, er klopft sich auf das Vereinslog auf der linken Seite, was in diesem Jahr mittig ist. Super! Super! Was hätten die gemacht, wenn das Vereinslogo rechts ist? Dann klopft er sich dann quasi auf das Adidas-Logo. So ja. Nach dem Motto. Ach, Adidas. Ja, Ludewig, weißt du was? Ja. Du bist scheiße. Du gehst zur Winterpause aber mal schnell vor die Tür, du kleiner Mongolöd. Fahr zur Halle. Du Missgeburt, ja? Du sollst gar nicht geboren werden, du warst ein Unfall. Was? Ja, haben deine Eltern mir erzählt. Ja, haben gesagt, schrecklich dieser Sohn. Er macht uns eine Schande, vergib jede Chance. Ja, Klos. Hallo, jetzt müssen wir schon wieder von dem Foul und wieder gibt's keine gelbe Karte. Das ist einfach Nonsens. Schiedsrichter. Ja! Daniel Klos, neuntes Saisontor. Ich hab immer an dich geglaubt. Bruce, ich hab immer an dich geglaubt. Bruce, neues Lied. Wir müssen mal wieder eine Tour, glaube ich, ankündigen. Ja. Ja. Ich hab immer an dich geglaubt. Du. Ich hab immer an dich geglaubt. Wo war denn das Foul? Handspiel. Ach so. Ja! Alter! Ja, ja, habe ich erwartet. Alles Chilly Milly. Klasse. Ich meine, wir drehen immer 2:0 Rückstände. Deshalb war das alles okay für mich. Siehst du das, Ludewig? Da hättest du wieder die Latte getroffen. Ich meine, Otto hat auch die Latte getroffen, ja. Aber der Ball ist immer drin. Ja? Richtig. Du hättest wieder... Oh, und dann weißt du, was du jetzt bestimmt daneben geschossen ist, so ja. Wie ich die kenne. Du kleines Stück erbärmliche Scheiße. Fahr zur Holle, du. Frau Holle. Kotfresser. Was? Fahr zur Frau Holle? Ja. Was soll er bei Frau Holle? Vor allem, weißt du, Bruce ist so gechillt. Ja, habe ich erwartet, aber kaum dreht er sich zu dir nicht um. Ach, sieht er wieder völlig aus. Es ist halt ein emotionaler Mann. Ja. Weißt du, jetzt könnte jetzt schon 4:2 stehen, wir hätten gar nicht so Sirmer. Ja. Ja? Sirmer. Und wir hätten bestimmt gar nicht das Gegentor gekriegt. Das hat die beflügelt, dass du diese scheiß Latte getroffen genau, hast. Genau, uns ist gelähmt, ja? Ja. Andere lähmt das. Uns. Alter, gut, dass das abseits war. Yo. Hier vor allem Latte und ich glaube dann noch an den Pfosten, oder? Latte ist runter. Jo. Und der schießt dann an den Pfosten. Und dann. Boah, alter Schwede. Spannendes Spiel, richtig schön. Und wieder, weil jetzt sind wir schon von zwei da hinten gedeckt.
nicht mehr einer, sondern gleich zwei Stürmer, ja, die sich dann im Keeper einreihen. Jetzt Elias Bier. Ja. Ist auch gefährlich, der Mann in der Offensive, auf da müssen Fall. Wir schon sagen. Also jetzt irgendwie den Ball halten in eigenen Reihen und dann ist die Sache gegessen. Klos! Ja! 4-2! 4-2! Ja, hier steht meine Assistentin, der sich nie bewegt. Lalalala. Joa, krass. Geiler Scheiß, das Ding so noch zu drehen, hätte ich echt nicht gedacht. Nee. Dass wir hier überhaupt einen Punkt mitnehmen, hätte ich auch nicht gedacht. Nee. Aber so wird der Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Totaler Aufwärtswind. Totaler Auswärtssieg. War das jetzt? Mag ich. Ich hasse dich. So. Statistiki und Ergebnisse. Ja, wir stayen auf Place 9. Hab nur noch 2 Punkte bis zur Euroleague. Weiterhin 9 auf den ersten Rang. Der BVB stolpert nicht. Und ich sag das. Das ist Bruce. Ja? Wir haben das Spiel eigentlich gut begonnen, aber dann aus heiterem Himmel das Gegenteil hinnehmen müssen. Trotzdem haben wir uns aufgerappelt und gut weitergespielt. Der Key zum Erfolg war, dass alle Spieler ihre individuelle Stärke mit eingebracht haben. Hallo Daniel Klus. Du bist verdient, Andrew, wirklich verdient. Aber nur auf Platz 5. Komisch doch. Eigentlich. Shinji Kagawa führt, komischerweise. Jo, aber Elias Bier mit nur Mr. Spiel auf Uno. Auf Uno. Täuscht der Eindruck, dass bei... Ja, wir kennen das ja. Also ganz ehrlich, junger Mann. Nein, wir haben uns hier sehr lieb. Warum fragen sie mich dann immer eigentlich noch? Sie wissen doch eh, was ich antworte. Immer dieselben Fragen hier. Ha? Ha? Ja? Ja. Co-Trainer sieht parallel zwischen Gerntan Krebs und... Der Krebs eh kacke ist, wo ich keine Parallelen aufgelistet bekomme. So, dann fällt der Onel Maya Hernandez fällt aus. Gerntan Krebs fällt aus, 8 Tage. Enzo Zidane fällt aus, 2 Tage. Lee Head erzielt 2 Tore. Status bricht Verletzung, sehen wir da. Reserve Pinky gewinnt 3-1. Mannschaft der Woche, Daniel. Los. Schön. Ja, danke schön. Ja, danke. Ich bin gerne in der Mannschaft der Woche. Danke. Bitte. Stuttgart, unser nächster Gegner. Oh, Stuttgart, unser nächster Gegner, Mama. Hoffentlich gehen sie auch geizig mit ihren eigenen Toren um. Ganz offen. Die Schwaben. Hoffentlich gehen sie auch gutsy mit ihren eigenen Toren um. Ja, ich fand den auch lustig. Ja, genau, was auch... So gesagt wurde, dann muss ich gleich nochmal erstmal... Achso, die Trainingsumfang, ne? Genau, Mama! Aber das ist voll kompliziert, das am Knie zu machen, Geh halt an den Schreibtisch. Nee, da müsste ich mich vorbeugen. So, Trainingsumfang. Müssen wir ein bisschen Runner machen, hier auch nur noch 90. Machen wir mal so. Keiner macht mehr 100%. Nee. Okay, Leute, das Training ist jetzt noch in Teilzeit. Ja, euer Verträge werden demnach gekürzt. Es ist nur noch Leiharbeiter. So. Bayern ist aus der Champions League ausgeschieden. Sie können nicht gegen Vitória Guimarães gewinnen. Krass. Und ihr schimpft immer auf Dortmund, ja. Die klar weiter sind, ihr Schweine. Ist so. Ja, genau wie Leverkusen. Ja. Leverkusen. So. Talent Lee Head drängt sich auf. Ja. Oh mein Gott. So, jetzt hier diese verschitte Scheiße. Ja? Althoff, du hast super gespielt. Du spielst Krebs. Ja, du bist verletzt. Ein Leben lang Althoff in der Mannschaft zu haben, ist geil. Lalalala. Ihr Hoffmann. So, ja. Ich denke, mit der Elf können wir uns doch an Stuttgart wagen. Zuvor gehen wir das noch durch. Und diesmal 29.000. Sie geben uns mehr als für die Bayern. Die Bayern. So, was damit in dieser Woche wirklich 100% anscheinend möchte, unbedingt in die erste Mannschaft. Er hat 9 Sterne, wird irgendwann aufrücken, aber noch nicht. Bremerhaven hat Interesse. Ja, und wir haben Interesse jetzt daran, den Part zu beenden. Nein, noch nicht. Ich wollte mal sehen, die ist eigentlich recht gut geworden, unsere zweite, ne? Mhm. Ist das unsere zweite? Ja. Warum haben wir so viele da? Weil viele aus der Jugendmannschaft hochgeholt haben. Ach ja, aber sieht cool aus. Finde ich cool. Freut mich, dass unsere zweite jetzt auch mal
einigermaßen stark ist. Und dich werde ich jetzt für dieses Spiel tatsächlich hochholen. Ich nutze das jetzt einfach mal, dass ganze Krebs sich verletzt hat. Mhm. Push wird zwar ein bisschen ärgern, aber... Oh Gott, Bros, du hast einen Under. Fürs nächste Spiel. So, da musst du natürlich jetzt schauen, was du da machst. Du Arsch. Ich werde, glaube ich, mal dann Christian Lell in die zweite für das Spiel schicken. Warum auch immer. Aber ich mache mich auch gerade. Reserve nur für ein Spiel. Scheiß Technik ein. Lally Heads. In my head, I see you all over me. So. Ja, erstmal gucken. Okay. Taktik ist wichtig. Guck mal, der darf noch niemals hier spielen. Was ist er eigentlich? Wie geil. Christian Lell ist... Ach, hier ist er. Ach so, ja, okay. Dann lass dich für das eine Spiel da. Strobel spielt bei der jetzt links mittlerweile. Ja, ich bin Klaus Augenthaler. So, danke schön fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.